Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist heute aber auch wieder viel Rückenwind, ne? Im Landtag. Schön. Ja, das ist ja auch schön, wenn man sich mal gegenseitig unterstützt, finde ich. Ne? Vor allem in den schweren Zeiten. Ja. Deswegen muss ich auch gleich mal damit anfangen, kann ich ehrlich gesagt die Reaktion der AfD nicht ganz nachvollziehen. Auf jeden Fall haben sie bewiesen, dass sie lesen können. Das haben wir mitbekommen. Aber ich glaube, wir sind uns schon einig, dass man immer bei Anträgen auch der Koalitionsfraktion, und wir wissen ja, wie schwierig das ist, wenn man in der Regierung ist und dann natürlich als Koalitionsfraktion hier auch mit politischen Inhalten im Landtag handeln möchte, dann muss man seiner Regierung auch mal Rückenwind geben. Aber ich glaube, dass Green IT nun wirklich ein Thema ist, auch wenn da noch viel Luft nach oben ist und ja auch schon einiges geschieht. Ich finde diesen Antrag nicht umsonst. Allein schon deshalb, weil Green IT ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsthema ist, auch sehr umfangreich, wenn man erst mal anfängt, sich damit zu beschäftigen. Also auch an der Stelle kann ich mich schon mal bedanken für den Antrag, habe viel gelernt in den letzten Wochen zu Green IT. Und dabei natürlich auch wieder gemerkt, was das für ein, was das für eine gigantische Herausforderung ist. Wir haben mal damit angefangen zu sagen, ihr müsst Papier sparen, also hört auf, jeden Antrag, jede Akte auszudrucken, arbeitet mit euren Tablets und mit euren Computern, um Müll zu sparen, auch um Fahrtwege einzusparen und natürlich umweltbewusster Politik zu machen. Und auf einmal betrachten wir diese Aufforderung nochmal Gesundheit nochmal ganz anders und sagen, aber dabei hört es nicht auf, sondern ihr müsst auch darüber nachdenken, welche Auswirkungen auf Umwelt und Klima dieses Arbeiten hat und diese Digitalisierung hat. Das ist eine ganz neue Herausforderung. Das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich Kunst, auf der anderen Seite auch Chance, dank der Digitalisierung umweltbewusster zu handeln, aber eben auch die Digitalisierung umweltbewusst zu gestalten. Das ist schon sehr interessant. Aus unserer Sicht wäre das natürlich ein prima Thema für eine Digitalisierungsstrategie des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Wie Sie wissen, und das wiederhole ich ja sehr gerne, haben wir leider keine richtige, echte Digitalisierungsstrategie. Aber das wäre ja jetzt nochmal eine Möglichkeit, das nachzuholen, denn einen solchen nachhaltigen Gedanken und den Anspruch, Green IT überall umzusetzen, würde sich natürlich im Rahmen einer Digitalisierungsstrategie ganz wunderbar wie ein, nicht ein roter, sondern ein grüner Faden sozusagen durch die Strategie zu ziehen. Vielleicht holen wir das ja doch nochmal miteinander nach. Und dabei genau zu gucken, woher kommen diese Technologien, mit denen wir arbeiten, wie langlebig sind sie, wie werden natürlich auch die Rohstoffe abgebaut, Thema seltene Erden und dann natürlich auch aus unserer Sicht als Fraktion Die Linke. Das eine ist, wie langlebig solche Geräte sind, dass man auch mal einzelne Teile ersetzen kann, dass man nicht immer gleich über Neubeschaffung redet. Energieeffizienz ist ein Thema und, die Liste ist ja lang. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, sind die Arbeitsbedingungen. Also für uns gehört zum Thema Green IT auch der ethische, der moralische Aspekt dazu. Denn gerade die Arbeitsbedingungen sind ja in vielen Ländern, in denen solche Geräte hergestellt oder entsprechende Rohstoffe abgebaut werden, sehr schlecht, und sichere Arbeitsbedingungen und faire Arbeitsbedingungen sollten beim Aspekt Green IT hier auf jeden Fall nicht außer Acht gelassen werden. Ansonsten muss ich Sie noch mal quälen, mit dem täglich grüßenden Murmeltier. Die Linke hat es ja gleich gesagt, da kommen Sie nicht drum herum. Bereits im April 2018 hat meine Fraktion beantragt, eine umweltverträgliche Beschaffung einzuführen. Dabei ging es darum, ökologische Kriterien zu beachten, umweltfreundliche und energieeffiziente Produkte zu bevorzugen. Und natürlich ging es auch um den vollständigen Lebenszyklus entsprechender Produkte, die hier beachtet werden sollten. Der Kollege Waldmüller, ja, links wirkt sehr gut, auf jeden Fall, da sind wir uns einig. Der Kollege Waldmüller aus der CDU-Fraktion hatte damals im Rahmen der zweiten Lesung unseres Gesetzesentwurfs Folgendes gesagt, ich zitiere: Jetzt lassen wir mal die Wirkung der vergaberechtlichen Änderungen mit dem Weltklima außer Acht. Lassen Sie uns diesen Änderungsantrag einmal auf das praktische Leben projizieren, wenn das so wäre. Stellen Sie sich dazu vor, Sie sind Auftraggeber von einer Handwerksleistung, die Auftragsbücher sind voll und jetzt kommen noch zusätzlich vergabefremde Kriterien dazu. Es ging ja um ökologische Kriterien bei der Vergabe. Im aktuellen Antrag von SPD und CDU steht, gerade mit Blick auf die notwendige Debatte zu Umwelt- und Klimaschutz ist ein nachhaltiges Wirtschaften zwingend in den Fokus von Politik
und Gesellschaft zu rücken. Sehr gut, der Ressourcenverbrauch der Menschheit muss reduziert werden und so weiter und so weiter. Ich schlussfolgere also, unsere guten Absichten sind jetzt bei Ihnen angekommen. Darüber freuen wir uns sehr, dass wir nun gemeinsam über klimagerechte Vergabekriterien sprechen können. Dem entspricht, also das bedeutet natürlich auch, dass sie verbindlich sein müssen, dass das Vergaberecht so dann auch angepasst werden muss, damit wir diese Verbindlichkeit haben. Eine umweltbewusste Digitalisierung, das sagte ich vorhin schon, ist ein Zukunftsthema auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer im Land, für alle Arbeitgeberinnen und natürlich erst recht für die öffentliche Hand. Doch die Herausforderungen sind groß, das hat der Minister auch schon angesprochen, es sind immense Investitionen notwendig und der Fachkräftemangel ist hier natürlich auch ein Hindernis für uns. In den letzten Wochen oder die letzten Wochen haben ja dazu beigetragen, dass bei vielen Einwohnerinnen und Einwohnern in Mecklenburg-Vorpommern nochmal ein ganz anderes Bewusstsein für digitale Lehr- und Lernangebote gewachsen ist und wir alle wissen, dass es schwierig genug wird angesichts der Belastung der öffentlichen Haushalte infolge der Corona-Krise, nun plötzlich das digitale Lernen und Lehren auf ganz neue Füße zu stellen. Das wird schon eine Herausforderung. Da wissen wir schon, was für gigantische Investitionen wir brauchen. Und wenn wir dann jetzt natürlich auch noch die Herausforderung dazu nehmen, dabei den Aspekt Green IT mit zu berücksichtigen und da auf Nachhaltigkeit zu gehen, dann können wir die Summe, glaube ich, nochmal um eine ganze Ecke erhöhen. Auch das muss uns bewusst sein und das können wir sehr gerne machen. Aber dann muss man eben auch offen und ehrlich darüber reden, welche finanziellen Herausforderungen hier auf uns zukommen und wie wir diese dann auch gemeinsam stemmen möchten. Soweit, so gut. Ein wichtiges Thema. Ich hoffe, dass es sozusagen nicht nur bei der Besprechung dieses Antrages bleibt, sondern wir an dieser Stelle weitermachen, denn wenn man sich mit den Zahlen beschäftigt, also allein den gigantischen Stromverbrauch anschaut, also was Digitalisierung an Strom frisst und damit natürlich nichts Gutes, ganz im Gegenteil zum CO2-Ausstoß beiträgt, dann ist uns, glaube ich, klar, dass wir hier alle sehr, sehr schnell umdenken müssen und handeln müssen, denn ansonsten bedroht irgendwann eine Sache, die das Klima eigentlich mal schützen sollte, das Klima, und das darf natürlich nicht passieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.